Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Honest Monday. Mein Name ist Cliff Cavadas von Pixelkoma und wir reden heute über dieses kleine, wunderschöne Baby, das mir Canon zum Testen zugeschickt hat. Das Canon 135er 1.8 Monster-Objektiv und ob es das kann, was es verspricht, darüber reden wir heute. Canon hat ein neues Objektiv auf den Markt gebracht, und zwar das 135er in der 1.8er Ausführung. Und es ist ein wahres Monster an Technologie. Es besteht aus 17 einzelnen Glaselementen mit Air Sphere Coating und Ultra Low Dispersion Glass. Und also die Tech Specs und die Beschreibung dazu lesen sich wie ein Roman aus der Zukunft. Aber es hat sich ausgezahlt, dass das alles da reingepackt worden ist, denn es ist ein unglaublich cooles Objektiv geworden. Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, wie großartig dieses Objektiv gebaut ist, aber das könnt ihr einfach auf den unterschiedlichsten Webseiten nachlesen. Das Image Stabilizing ist großartig, bis zu 5 Blendenstufen, einfach nur mit dem Objektiv bis zu 8 Blendenstufen, wenn man das In-Camera Stabilization von der Kamera selbst auch verwendet. Und es ist 9 Blendenelemente und super Sonnensterne und weiß ich was alles, aber reden wir über das wirklich Wichtige, nämlich wo setzt man es ein? Wie schauen die Bilder aus und zahlt sich's aus? Weil der Preis ist natürlich ein bisschen heftig. Wir liegen hier bei 2.700 Euro für das Objektiv und das kauft man nicht so im Vorbeigehen. Das heißt, man braucht ein paar Gründe dafür. Und die wären wie folgt. Punkt 1, wie nicht anders zu erwarten bei einem Objektiv dieser Bauklasse und dieser Qualität und einer Blendenstufe von 1.8, das Bokeh, der unscharfe Hintergrund, die Freistellung eines Objekts vom Hintergrund, unglaublich. Also man kann hier wirklich ohne Hilfsmittel bei schlechten Lichtverhältnissen noch traumhafte, inszenierte Porträts machen. Canon schlägt aber vor, dass das nicht nur ein klassisches Porträtobjektiv ist, für was es natürlich bestens geeignet ist, sondern dass man es mit dieser Ausführung auch für Reportagen und für Sport und alles mögliche dazugehörige verwenden kann. Ich habe es am Wochenende bei meinem Workshop mitgehabt und habe versucht, da so ein paar Behind-the-Scenes-Fotos damit zu machen. Und ganz ehrlich, es ist wirklich großartig dafür, weil mit der Blende und mit der Lichtempfindlichkeit kannst du wirklich ganz, ganz schöne Fotos zaubern im Moment in der Reportage. Das Einzige, was man halt natürlich bedenken muss, es ist ein Prime-Objektiv, das heißt, man kann nicht zoomen. Und mit 135 mm braucht man eine ziemliche Distanz. Also das heißt, man braucht räumlich viel Platz, um Szenen festzuhalten. Also wenn man nicht nur ein Porträt haben möchte, so ein bisschen mehr, braucht man viel Platz. Das ist jetzt vielleicht in einem oder anderen kleinen Studio ein bisschen schwierig, aber bei Hochzeiten, wo ich gar nicht näher rankomme, wo ich gerade oft das Problem habe, dass ich von weiter weg fotografieren muss, ist das natürlich ein ganz, ganz großes Plus und ein großes Asset dieser Linse. Die andere Sache, die an diesem Objektiv wirklich, wirklich cool ist, ist einfach die Bildqualität und die Geschwindigkeit des Autofokus. Natürlich ist der Autofokus generell bei Canon-Kameras inzwischen super. Der USM-Motor mit seinem Nano-Antrieb ist leise und perfekt. Aber selbst bei diesem Monster, wo doch eine große Fläche an Schärfentiefe zum Pumpen ist, um ein Bild zu finden, sitzt der Autofokus perfekt, ist schnell und leise. Das heißt, es geht nicht, wie man es vielleicht von früher kennt, sondern drauf. Und das Coole ist, er ist auch nicht wirklich außer der Ruhe zu bringen. Ich habe unter der Woche mal ein Shooting gehabt mit Bodypainting, wo wirklich vom Gesicht so gut wie nichts mehr zu erkennen ist. Und bam, trotzdem perfekt scharf Augenfokus automatisch aus der Kamera. Ja, das hängt zum Großteil mit der Kamera zusammen, aber natürlich mit so einem Objektiv vorne drauf geht es natürlich nochmal viel besser. Ein weiterer großer Vorteil von fast allen neuen Objektiven, die Canon hat, ist einerseits der Ring, den man vorne drauf hat, wo man eine weitere Funktion drauflegen kann, zum Beispiel die Belichtungskorrektur oder die ISO-Einstellung, was sehr, sehr praktisch ist. Aber es gibt auch zwei Buttons, die man belegen kann. Das heißt, die kann ich direkt in der Kamera mit einer Vielzahl von Möglichkeiten belegen. Und ich habe mir zuerst gedacht, was brauche ich die und wie drücke ich die und was mache ich die? Aber ich habe zwei Funktionen gefunden, die ich echt genial fand. Einerseits kann ich damit den Autofokus abschalten, das heißt, wenn ich mal meinen Fokuspunkt gefunden habe, kann ich einfach auf AF Stop drücken und halte das. Beziehungsweise ich kann da das Gesichtstracking ein- und ausschalten und eine Funktion, die ich ziemlich cool fand, ich kann mir da auch einfach Movie Rack drauflegen. Das heißt, ich kann mit einem Klick direkt, ohne dass ich irgendwo eure Kamera runternehmen muss, umschalten muss oder sonst was, die Movie-Aufnahmenfunktion einschalten. Und das ist natürlich super zeitersparend, gerade wenn man im Reportagebereich ist, bei einer Hochzeit ist und nicht irgendwie nochmal herumfummeln möchte, kann man da diese Buttons hierfür großartig nutzen. Ein weiteres Ding, was ich lustig fand, wenn man sich die internationalen Reviews anschaut, das Lenshood, also diese Sonnenblende, die vorne drauf kommt, ist
sehr wohl mächtig und riesig und groß. Und alle regen sich drüber auf. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht warum, weil das Ding passt natürlich perfekt auf dieses Ding, auf das Objektiv drauf. Ist natürlich riesig, aber mit seinen 9 cm schützt das gerade beim Porträtbereich oder gerade wenn man mit dem Licht arbeitet, wie ich im Porträtstudio sehr close ist, tatsächlich davor, dass man halt hier ungewolltes Streulicht reinkriegt. Also ich finde dieses Lenshood gar nicht so störend, wie viele berichten, sondern eigentlich perfekt dimensioniert für dieses Gerät. Das, was ich eher störender finde, ist, dass dieses Objektiv natürlich doch sehr, sehr groß und sehr, sehr mächtig ist. Und dort, wo mein schlankes, dünnes 100mm Objektiv bis jetzt in meinen Fotorucksack reingepasst hat, kriege ich dieses Monsterteil nicht mehr rein. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich meinen Fotorucksack upgraden müssen oder ich werde ein bisschen umbauen müssen an den Fächern. Es geht eh alles, ja, sei es ja mal auf hohem Niveau. Aber man kriegt halt was für sein Geld, das ist groß und das muss auch verpackt werden. Also, sagen wir uns ehrlich, brauchen wir dieses Objektiv? Was ist denn das Fazit vom Test? Ich liebe es. Es ist großartig, es macht ganz, ganz wunderbare Bilder. Wenn man es mal in der Hand gehabt haben, möchte man es nicht mehr loslassen. Ob man es jetzt für einen täglichen Einsatz braucht oder nicht, das müsste eigentlich jeder für sich selbst bestimmen. Wenn man viel im Porträtbereich fotografiert, ist es ein wirklich wunderbares Objektiv. Es würde zum Beispiel mein 100er Makro, mit dem ich sehr viel fotografiert habe bis jetzt, mit dem ich sehr viele Porträts mache, gut ergänzen. Ich kann dann noch ein bisschen weiter weg oder noch ein bisschen näher ran, je nachdem, wie man das sich halt dimensioniert. Und habe auch ein Objektiv, mit dem ich in Lowlight-Situationen, außen bei Reportagen oder einfach auf der Straße oder im Restaurant, wo ich oft unterwegs bin, perfekte Porträts machen kann. Je nachdem, in welchem Bereich ihr tätig seid, zahlt es sich auf jeden Fall aus, das Objektiv einmal zu testen. Hierzu ein kleiner Tipp. Ich werde am 24. März im Digital Store einen Fotoworkshop halten zum Thema inszenierte Porträts. Und dort wird dieses Objektiv natürlich auch mit dabei sein. Da kann man es dann live vor Ort im Porträtmodus testen, um sich davon zu überzeugen, was es alles kann. Wie immer, zuschauen, abonnieren, liken. Wir sehen uns nächsten Montag wieder mit einer weiteren Folge von Honest Monday. Mit Schinken. Schinken! Ein belegtes Brot mit Ei. Ei! Das sind zwei belegte Brote. Eins mit Schinken, eins mit Ei. Und sind das? Wenn du die Kamera belegt hast. Ah! Ha! Schinken! Ei! Mein Gott. Zwei Buttons. Das ist der Schinken-Button. Das ist der Ei-Button. Das ist Punkrock aus der Dose. Den Deckel muss man vorher runternehmen. Das vergisst man oft sehr gerne, aber der Deckel schützt das Objektiv. Mit drauf, auch bei Lichtstärke, kein Foto möglich. So. Ich hab da mal so einen Kaffeebecher geschenkt, gell? Der hat genauso ausgeschaut. Ich hab's. Wenn ich den Kaffeebecher zurückschicke, steckt dem Objektiv, fällt das Film auf. Und du röchelst ein wenig, gell? Alter, ich sterbe. Du bist der Darth Vader der Fotografie. Ich habe eine Stauballergie, falls Sie da draußen noch nicht wissen. Und jedes Mal, wenn ich aufgewirbelten frischen Staub einatme, kriege ich keine Luft, die Augen tränen und ich sterbe fast und habe eine krächzende Stimme für die nächsten paar Tage. Meine Frau hat heute beschlossen, wir putzen das Studio und das Büro und hat einfach mal alles so Richtung mich geschubst und ich wäre in der Früh wirklich fast ein bisschen erstickt, ja. Seitdem meine Frau diese Lebensversicherung auf mich abgeschlossen hat, lebe ich gefährlich. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob das immer dieses, oh, ich putze mal, was ist. Die rennt seit 12 Jahren. Killing me softly hier, sehr, very slowly. Also, ganz ehrlich, soll man mal dieses Objektiv... Und jetzt? Das Beste ist... Dass ihr immer wieder einschaltet am Montag. Das Beste ist, ihr schaltet immer wieder ein am Montag. Kleiner Tipp am Rande, wir sind fast bei der 100. Honest Monday-Folge. Und dafür habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt, eine Besonderheit. Da schauen wir uns was Besonderes an, das dürft ihr nicht verpassen. Ihr dürft generell sowieso nicht jede Woche was verpassen. Also am besten gleich abonnieren. Gibt euch es. Papa und falls nicht. Ja, habt einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auch von der Mutti. Mutti grüßt. Der Tote. Nur kein Staub aufwitteln. Ich röchle eh schon. Zu wenig. Mist. So.